Ein Großbrand hat weite Teile des brasilianischen Nationalmuseums in Rio zerstört. 200 Jahre Geschichte wurden innerhalb weniger Stunden ein Raub der Flammen. Wir wissen noch nicht, wie viel Material zerstört worden ist, sagte der Museumsdirektor. Brasilien trauert. Das Feuer betrifft jeden, nicht nur die Institution. Weinen hilft nicht. Alle Beteiligten, besonders die Regierung, müssen mit den notwendigen Mitteln dem Nationalmuseum helfen, seine Geschichte wieder zusammenzusetzen. Wir haben einen Teil der Sammlung verloren. Lass Brasilien seine Geschichte nicht verlieren. Das Feuer war am Sonntagabend gegen 19:30 ausgebrochen, als das Museum bereits geschlossen war. Rasch griffen die Flammen auf fast alle Teile des Gebäudes über. Das Museum galt mit seiner geologischen, botanischen, paläontologischen und archäologischen Sammlung als eines der wichtigsten Ausstellungshäuser Südamerikas. Neben Exponaten aus der Region verfügt es auch über ägyptische Mumien, griechische Statuen und etruskische Artefakte. Eines der bekanntesten ist das in Amerika gefundene Skelett Lucia, bis zu 13.000 Jahre alt.